Jetzt ist ja Lob eine schöne Sache, Kritik aber nehme ich mal an für Sie noch wesentlich wichtiger, weil daraus lernt man ja. Ja, das ist ja so genau, ihr Prinzip. Ne? Genau. Ja. Also wir nennen das Schatzsuche. Mhm. Also jeder Fehler, jedes Problem ist ja ein Schatz. Das heißt, wenn ich das ein für alle Mal beheben kann, habe ich dauerhaft eine Verbesserung. Und wir forcieren das auch. Wir laden unsere Mitarbeiter regelrecht dazu ein, an solchen Verbesserungen mitzuarbeiten. Wir haben ein Verbesserungs- und Vorschlagswesen. Und wir visualisieren das. Wir haben als Ziel, wir wollen 13 Vorschläge pro Mitarbeiter pro Jahr haben. Also nur zum Vergleich, in deutschen Firmen ist typischerweise zwischen 0,3 und 0,5 Vorschläge pro Mitarbeiter pro Jahr üblich. Das heißt, wenn Sie 100 haben, 100 Mitarbeiter, dann haben Sie also so vielleicht 50 Verbesserungsvorschläge. Bei uns sind es pro Mitarbeiter 13. Wenn man das auf rechnerische Anzahl hochrechnet, werden es 234 letztes Jahr sein, in diesem Jahr sein. Letztes Jahr hatten wir also, genau wie das Jahr vorher, eine Punktlandung hingelegt. So. Das wird visualisiert. Und weil wir Schwaben sind und sparen müssen, wird eben nicht jedes Mal das Blatt neu gedruckt, sondern da ist ein Post-it drauf. Und Sie sehen hier, Stand 17. Januar, da waren es eben 5 Vorschläge. Das wird so alle 2 Wochen aktualisiert. Ich weiß, dass die Zahl höher ist, weil ich heute Morgen schon allein 3 Vorschläge bearbeitet habe. Es ist so, der Mitarbeiter legt den Vorschlag seinem Vorgesetzten vor. Der spricht dann mit dem Mitarbeiter ab und dann wird es umgesetzt. Umsetzung, ganz wichtig, über 90% der Vorschläge werden direkt von den Mitarbeitern umgesetzt. Das also, heißt, die Leute machen selbst, genau, die schlagen es nicht nur vor und sagst, du machst es. Genau, die sagen nicht nur, hey, kurz, ich habe mal eine Idee, wenn du Zeit hast, was du noch tun kannst, super, ich habe 100 Ideen. Die sagen, ich habe eine Idee, darf ich es umsetzen? Man bespricht das und die setzen es dann selber um. Ganz wichtig ist, dass es für jeden Aushangbereich einen Zuständigen gibt. In dem Fall ist es die Laura Honold und Sie sehen, wenn ich jetzt irgendeine Frage habe zu diesem Thema Aushangwesen, wen kann ich fragen, jetzt im Bereich Vorschlagswesen ist es die Laura Honold, sei es, wenn die Zahl veraltet ist oder irgendwo eine Grafik ist nicht klar, dann weiß ich, die Laura Honold kann ich fragen. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, und das gefällt mir, muss ich gestehen, ganz besonders gut. Ich habe hier gesehen, Sie haben hier an einer Wand, glaube ich, sämtliche Flyer von Restaurants, die es hier aus Gegend Umgebung gibt, oder? Also, wir nähern uns der Mittagszeit, das heißt, Ihr Magen meldet sich so langsam. Ja, also genau dafür ist es gedacht. Wir hatten vorher gesagt beim Thema Aushangwesen, Sie müssen das nicht immer alles lesen, aber hier hängen alle Flyer. Also wenn ich jetzt einen Flyer zugeschickt bekomme von einem neuen Restaurant, wird der hier aufgehängt. Und wenn jetzt ein Besucher da ist, dann kann ich sagen, Frau Möllering, was hätten Sie gern? Griechisch, Italienisch, Chinesisch, was auch immer. Und dann kann man sich das hier auswählen. Wenn ein neuer Kunde oder ein neuer Lieferant eben in Gingen seine Tore öffnet, schickt er ein Prospekt, der kommt hier hin. Wenn ein Prospekt aktualisiert wird, wird der alte weggemacht. Vorteil ist auch, nicht jeder Mitarbeiter muss das bei sich ablegen. Es gibt einen Platz, ne? Dieses Kaizen-Prinzip, alles hat seinen Platz, alles hat einen Platz und Sie finden eben genau das, was Sie brauchen hier und können sich dann was Leckeres aussuchen.